Peter Molyneux ist wohl einer der bekanntesten Designer der Spielebranche, hat seit den späten 80ern eine Menge Hits, aber auch einige Flops produziert, das Genre der Götterspiele praktisch selber erfunden und mich mit seinen Innovationen entweder begeistert oder zur Weißglut getrieben. Ein Spiel allerdings, mit dem ich durchweg positive Erinnerungen verbinde, ist Dungeon Keeper. Zugegeben, ich hatte mit Dungeon Keeper 2 mindestens genauso viel Spaß, aber das war im Grunde auch nochmal dasselbe nochmal, nur ohne Mitarbeit von Peter Molyneux. Die Grundidee war damals eine erfrischende Abwechslung vom klassischen Fantasy-Setting. Wir spielen mal nicht den strahlenden Helden, der in finstere Verliese hinabsteigt und das Böse ausräuchert, sondern eben jenen Fiesling, der den Dungeon erstmal baut und mit Monstern bestückt. Das tun wir in erster Linie mittels einer schwebenden, allmächtigen Clownhand und mit Hilfe eines sarkastischen, unsichtbaren Beraters, der uns Tipps und Hinweise ins Ohr raunt. Wir müssen unser unterirdisches Heim ausbauen, befestigen und mit Verteidigern und Fallen versehen, um die strahlenden Helden von der Oberfläche oder konkurrierende Dungeon Keeper fernzuhalten und idealerweise zum Gegenschlag auszuholen. Dabei dreht sich alles um das Herz des Dungeons. Neben dem Eingang zur gesamten Zone der einzige festgelegte Raum und der Ort, den es zu verteidigen gilt. Fällt nämlich das Dungeon-Herz, verlassen einen die Truppen. So erfrischend eine solche Grundidee auch ist, sie trägt sich auf Dauer nur mit vernünftigem Gameplay. Und auch da haben die Dungeon-Keeper-Spiele alles ein bisschen anders gemacht. So agieren wir mit der Umgebung in erster Linie mittelbar. Wir können nicht einfach fertige Räume in den Untergrund pflanzen, stattdessen markieren wir die geplanten Gänge und Erweiterungen, die daraufhin von unserer Grundeinheit, den als Bauarbeitern dienenden Imps, ausgehoben werden. Ähnlich sieht es mit der Anwerbung neuer Kreaturen aus, von denen uns eine ordentliche Auswahl klassischer Fantasywesen und einiger kurioser Spezialmonster zur Verfügung steht, die jeweils eigene Fähigkeiten mitbringen. Wir können die nicht einfach bestellen oder bezahlen, außer den Imps, sondern müssen ihnen Anreize schaffen. In jedem freigebuddelten Bereich können wir andere Raumtypen installieren, die jeweils die Chance besitzen, eine bestimmte Gattung in unser Dungeon zu locken. Zauberer kommen nur, wenn es eine Bibliothek gibt, die etwas seltsamen eisernen Jungfrauen nur bei Existenz einer Folterkammer. Ein spezieller Raum kann aber auch für Köder genutzt werden und gezielt besondere Kreaturen herbeilocken oder anderen Dungeon-Keepern abspenstig machen. Darüber hinaus braucht es aber grundlegende weitere Räume. Einen zum Schlafen, eine Hühnerfarm zum Essen, eine Schatzkammer, wo sich alle am Zahltag bedienen oder jeweils mehrere Ausführungen davon. Und die restlichen Räume haben in der Regel auch weitere Funktionen, so erforschen die Zauberer für uns neue Magie und in der Folterkammer können wir andere Kreaturen von unserer Sache überzeugen. Letzteres hat unter anderem dazu geführt, dass es für Dungeon Keeper 2 Altersfreigaben in Deutschland gab, eine ab 16 für Folteranimation, eine ab 12 für eine entschärfte Variante, wo man nicht wirklich etwas erkennen konnte. Die Wechselwirkung der Räume und auch der Kreaturen, manche sind verfeindet und sollten nicht gemeinsam zum Einsatz kommen, lässt relativ schnell ein komplexes System von Abhängigkeiten entstehen. Da im Grunde alle Bewohner ihr eigenes Programm fahren und je nach Veranlagung fleißig arbeiten, im Trainingsraum ihre Stufe erhöhen oder Fallen bauen, kann ein gut ausgewogener Dungeon auch mal ohne unser Eingreifen vor sich hinwuseln. In der Regel gibt es aber immer etwas zu tun, indem wir mit unserer großen Hand zugreifen und Gegenstände oder Kreaturen aufnehmen und andernorts wieder fallen lassen. So werfen wir schnell frisch aus dem Boden gewühltes Gold oder dem Gegner abgenommenes Geld in die Schatzkammer, bevor die ersten Monster kein Gehalt mehr bekommen, füttern verletzte Diener mit Hühnchen, heilen Gefangene in der Folterkammer, bevor sie uns noch davon sterben, oder schmeißen Eindringlinge mit Kämpfern zu. Das macht allein schon Spaß, weil die Monster in unserem Griff unterhaltsam zappeln und wieder zu Boden plumpsen. Kämpfe bestehen in erster Linie daraus, in ein wildes Gewusel immer neue Truppen hineinfallen zu lassen. Ein Chaos, das Dungeon Keeper 2 etwas zu mindern versuchte, indem alle Einheiten sich nach dem Rücksturz ins Verlies erst einmal kurz erholen müssen und nicht sofort attackieren können. Das brachte ein wenig mehr Übersicht, änderte aber generell gar nicht mal so viel. Man ließ seine Truppen einfach ein Stückchen weiter weg vom Hauptgegner ins Gewusel fallen, eine Monstermaterialschlacht blieb es trotzdem. Ein weiteres cooles Feature ist die Symbiose. Wir können direkt in die Haut eines unserer Bediensteten schlüpfen und unser Dungeon aus der Ego-Perspektive erleben. Das macht durchaus Spaß, ist aber nur in den seltensten Fällen sinnvoll, wenn wir so in feindliches Gebiet schleichen oder uns gezielt um Fallen kümmern können. In Dungeon Keeper 2 gab es ein paar mehr Gründe, dies auszuprobieren und dabei auch die Sonderfertigkeiten der Truppen zu nutzen. Ich persönlich muss aber zugeben, dass ich in der Regel die Übersicht von oben vorgezogen habe. Insgesamt entwickeln die Dungeon Keeper Spiele einen ordentlichen Suchtfaktor, sein Verlies perfekt aufzubauen und alle Monster zufriedenzustellen, die bei zu viel Verärgerung über rumliegende Leichen, zu wenig Essen oder zu viel Haue von der großen schwebenden Hand auch mal wieder Reißaus nehmen.
Wie bei den meisten Strategiespielen gibt es allerdings irgendwann eine gewisse Routine, wie man ideal vorgeht und den Feind ausräuchert. Und die Kämpfe bestehen, wie gesagt, in erster Linie aus großem Chaos, in das man bei Bedarf einfach noch ein paar Vampire oder Zauberer wirft. Egal, denn es macht auch Spaß, einfach nur beim Dungeon-Alltag zuzuschauen, der mit putzigen bis schrägen Animationen vollgestopft ist, und Unsinn auszuprobieren, wie Hühnchen in Lavaströme zu werfen oder Imps wild durchs Dungeon zu scheuchen. Es passt hier einfach alles zusammen, der Humor, die Animation und vor allem auch die Soundeffekte. Das erste Spiel sah für 1997 auch ausgesprochen vernünftig aus und wickelte fast alles in 3D ab, nur die Monster waren noch Sprites und wurden erst im zweiten Teil zu vollwertigen 3D-Modellen befördert. 91% war damals die Wertung der PC Games für den ersten Teil. Kein Wunder, dass es mit Deeper Dungeons dann noch eine Erweiterung gab. Dungeon Keeper 2 wurde von den Bullfrog Studios dann ohne Mitwirkung von Molyneux entwickelt und feilte in erster Linie ein wenig an Details und übertrieb den schrägen Humor des ersten Teils noch mehr. Allerdings kam es in Wertungen und Erfolg nicht mehr an Teil 1 heran und so wurde ein dritter Teil zunächst gegenüber anderen Projekten hinten angestellt und dann ganz gestrichen, bevor Bullfrog ohnehin 2004 vom Besitzer Electronic Arts in EA UK eingegliedert wurde. Ausnahmsweise macht es mal wirklich Sinn, dass wir uns hier vor Horny positioniert haben, und Sam wäre vermutlich auch ziemlich traurig gewesen, wenn wir ihn nicht zu Dungeon Keeper interviewt hätten. Ja, weil ich habe dieses Spiel, oder spiele es heute noch, tatsächlich, sehr oft. Und dank Good Old Games kann man es ja auch wieder mit auf Windows 7 spielen, ohne viel selbst dafür machen zu müssen, damit es wieder läuft. Und wir haben letztens tatsächlich mal eine Multiplayer-Session gemacht mit 4 Leuten. Gut gelaufen. War für mich super, bis es abgestürzt ist. Okay. Was macht für dich den Reiz aus, dass du das bis heute noch spielst? Ist es eher das Game Design, diese indirekte Steuerung, oder eher wie insgesamt das Design ist mit dem doch irgendwie schrägen Humor? Genau, all das, was du erwähnt hast, so seine Kombination. Dazu kommt noch, dass ich ein bisschen verbunden bin mit dem Spiel, weil der erste Teil exakt an meinem Geburtstag 1997 erschienen ist. Am 15. Juli, das weiß ich noch, habe ich es mir geholt. Aber es macht einfach unglaublich Spaß, die andere Seite zu spielen und die Dungeons auszubauen und auf die Helden zu warten und sie dann zu verkloppen. Also das liegt dir eher selber, der Bösewicht zu sein, als Dungeons zu raiden. Ja, es ist ja vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt auch mal was Neues gewesen. Hast du dann auch, wenn du schon so seit Jahren dabei bist, so einen perfekten Plan in deinem Kopf, wie man seinen Dungeon idealerweise und auch schnell ausbaut und Viecher anlockt? Ja, du lernst irgendwann, was die idealen Größen für die Räume sind, welche man zuerst baut, auf was man wartet, ob man das Portal schon öffnet oder ob man erst die Räume hinstellt und so weiter. Also, du perfektionierst das mit der Zeit dann auch. Okay, kannst du mir einen Geheimtipp verraten? Welche Kreatur zum Beispiel sollte ich auf jeden Fall schnell haben? Ich kann dir einen Trick verraten, was du möglichst schnell wieder wegschmeißen solltest, wenn du Platz brauchst. Das sind diese hässlichen Fliegen und Spinnen, die braucht keiner. Außerdem bekämpfen sie sich gegenseitig. Das auch, ja. Okay. Immer mal wieder haben andere versucht, dieses Prinzip zu kopieren, aber keine der Adaptionen kam an das Original heran. Wer übrigens selber nochmal seinen Dungeon aufbauen will, der findet bei Good Old Games günstige Versionen, die auch mit einem modernen Windows zusammenarbeiten. Außerdem wurden ein paar Bugs in Teil 2 gefixt. Das war's für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Retro-Special. Tschüss und bis dann.